Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Holzer und in diesem Tutorial geht es um das Einfügen in eine verkettete Liste. Wenn wir eine verkettete Liste haben, haben wir immer unseren Anker, der zeigt auf das erste Element, auf den Kopf der Liste und die zeigt dann mit den Zeigern auf das zweite und das auf das dritte oder beliebiges mehr. Wenn wir jetzt am Anfang in unsere Liste etwas einfügen wollen, dann erzeugen wir ja zum erstmal einen neuen Knoten. Der hat dann seinen Wert und sein Next-Zeiger ist noch nicht initialisiert. Was wir jetzt als erstes machen, ist, dass wir den Next-Zeiger von dem neuen Element genau dorthin zeigen lassen, wo der Anker hin zeigt. Also hier bei uns auf die 1. Danach ändern wir den Anker, sodass er auf das neue Element zeigt. Also das wird eine Kopie des neuen. Dann brauchen wir den Zeiger sonst nicht mehr. Der Anker verweist ja jetzt auf unser neues Element. Und dann sehen wir schon, das ist jetzt eine neue Liste und der Knoten ist vorne eingefügt. Als Pseudocode würde das so aussehen: Wir sagen, das neue kriegt das Next-Zeiger den Anker, weisen wir einfach zu. Und danach sagen wir, der Anker ist der neue Knoten. Also der verweist dann auf dieses rosa Teil. Wenn wir das falsch rum machen, dann läuft einiges schief. Das schauen wir uns jetzt aber mal an. Wenn wir also nochmal unsere Liste hernehmen, wie es ja am Anfang war, und wir haben den neuen Knoten erzeugt, und wir machen jetzt die Schritte andersrum. Das heißt, wir sagen zuerst, der Anker ist neu. Dann würde ja in unserem Diagramm oben Folgendes passieren: Der Anker zeigt auf den neuen Knoten. Und jetzt haben wir den Knoten zwar, aber nichts mehr verweist auf die Elemente unserer alten Liste. Also dieser Knoten 1 kann nicht mehr erreicht werden, weil wir keinen Zeiger mehr haben, der da drauf zeigt. Somit würde in den Einsprachen der Garbage Collector die 1 und 2 einfach fressen und sie wäre weg. Oder in den anderen Sprachen ohne Garbage Collector liegen die im Speicher rum und belasten den, ohne dass es nützliche Daten sind. Wenn wir jetzt das zweite noch machen, nämlich neu.next gleich Anker, dann würde der Next-Knoten auf sich selber zeigen, weil der Anker jetzt auf unseren neuen Knoten zeigt. Das wäre gar keine Liste mehr, sondern das wäre jetzt eine zyklische Struktur. Das ist also Bullshit. Wir müssen es andersrum machen, ne? Erst den Next-Zeiger von dem neuen Knoten auf den Anker setzen und dann den Anker zuweisen. Reihenfolge ist wichtig. Wenn wir am Ende einen Knoten einfügen wollen, müssen wir erstmal das Ende finden. Dazu nehmen wir einen neuen Knoten erstmal, den wir erzeugen, und den wollen wir hinten, also nach der 3, einbetten. Wir können jetzt einen Läufer nehmen, der auf den Anker zeigt, also auf den ersten Knoten, und dann immer, solange hinten dran noch ein Knoten hängt, gehen wir weiter. Also solange der Next-Zeiger auf einen anderen Knoten zeigt, setzen wir diesen Läufer auf diesen Next-Knoten. Bei der 3 haben wir dann einen Next-Knoten, der nirgends hin zeigt. Also können wir hier den Next-Zeiger einfach auf unseren neuen Knoten setzen und dann ist er auch in der Liste drin. Der Läufer wird also auf den Anker gesetzt am Anfang. Dann sagen wir, solange der Läufer als Next-Knoten nicht nichts hat, also none wäre es in Python, in C Java wäre es null, setzen wir den Läufer auf den nächsten Knoten, also Läufer gleich Läufer.next, verschiebt einfach den Läufer 1 weiter. Wenn ich das mache, solange der Next-Zeiger noch irgendwo hin zeigt, lande ich zum Schluss beim letzten Knoten. Und dann sage ich einfach Läufer.next, der ja none ist, setze ich auf meinen neuen Knoten und bin fertig. Das tatsächliche Einfügen macht diese letzte Zeile hier. Also Läufer.next gleich neu ist das Einfügen. Damit bin ich fertig. Wenn ich den Knoten in der Mitte einfügen will, also zwischen zwei existierenden Knoten, muss ich ein paar Zuweisungen mehr machen, aber wirklich schwer ist auch nicht. Also, wir haben einen neuen Knoten, hier die 3, und die wollen wir zwischen die 2 und 4 einbinden. Wir sagen also, das ist der Knoten davor. Den muss ich finden, den Knoten vor dem Einfügen. Weil was ich jetzt machen muss, ist, ich sage, der neue Knoten zeigt auf diesen davor Next, also der Zeiger hier, den kopiere ich in meinen neuen Knoten als Next-Zeiger. Das heißt, die Hälfte ist geschafft, 3 weiß, nach mir kommt die 4. Und dann biege ich den Zeiger von davor einfach auf meinen neuen Knoten um und dann bin ich schon fertig. Das heißt, wir machen
zuerst neu.next ist davor.next, erste Zuweisung. Und dann sagen wir, davor.next ist neu. Und dann ist der Knoten drin. So schwer ist also nicht, aber man muss die Reihenfolge beachten. Denn wenn ich die Reihenfolge nicht beachte, passiert ja Folgendes. Ich habe ja nur zwei Zuweisungen, also ich kann sie so rum oder so rum machen. Wenn ich jetzt erst sage, ich nehme diesen Next-Zeiger und biege den als erstes um, also ich sage davor.next ist neu, dann verliere ich ja jede Referenz auf die 4, 5 und den ganzen Rest. Also ich habe dann keinen Zugriff mehr auf das Hintere der Liste und das verschwindet dann einfach im Speicher. Der Garbage Collector frisst es, wenn man einen Garbage Collector hat, wie Python oder Java. Oder in C++ habe ich eine Speicherleiche erzeugt, die irgendwann das Memory Leak meinen Arbeitsspeicher auffrisst. Das heißt, Reihenfolge wichtig, erst neu.next setzen und dann davor.next. Das sind die drei Einfügemöglichkeiten für am Anfang, in der Mitte und am Ende. Ich hoffe, das war verständlich und ich bedanke mich fürs Zusehen.